meinem zweiten Video. Heute geht es um meine Organisation und um meine Bewerbung. Und für die, die es noch nicht wissen, ich bin Noelle und mache dieses Jahr ein Auslandsjahr in den USA. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Also, bis ich mich für die Organisation IFS entschieden habe, hat sehr, sehr lange gedauert. Also ich habe IFS das erste Mal auf einer Messe kennengelernt. Das war so eine Messe für Ausbildungsberufe und so weiter. Aber dort wusste ich damals noch nicht so richtig, dass ich ein Auslandsjahr machen werde und habe mich dann halt noch nicht so richtig erkundigt. Aber auf jeden Fall habe ich damals schon IFS gesehen und habe damals auch schon diese Tüte hier bekommen. Und da waren auch zwei Hefte drin. Also einmal über Schüleraustausch und einmal Gap Year. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja, dort waren auf jeden Fall diese zwei Hefte drin. Als dann feststand, dass ich ein Auslandsjahr machen werde, habe ich mir noch verschiedene Organisationen im Internet angeguckt, habe mir Erfahrungsberichte durchgelesen und auf YouTube angeschaut und habe mir dann auch verschiedene Kataloge bestellt, wie jetzt das hier von IFS. Und habe dann die einzelnen Organisationen verglichen, welche am besten zu mir passt oder welche ich halt am besten finde. Und ja, ich habe mir halt wirklich mega, mega viele Kataloge bestellt. Also ich habe hier einmal Step-In, dann noch diese Organisation hier und dann noch viele andere. Aber ich habe mich dann im Nachhinein für IFS entschieden, weil ich finde, die haben einfach so am besten zu mir gepasst und ja, kam mir auch irgendwie am sympathischsten rüber. Und jeder, der ein Auslandsjahr machen will, dem kann ich es echt nur empfehlen, sich so einen Katalog zu bestellen und die einzelnen Organisationen zu vergleichen, weil das ist wirklich mega hilfreich. Du kannst sie nebeneinander legen und halt so direkt vergleichen. Und in dem IFS-Katalog stehen halt so verschiedene Facts drin, also wie viel so ein Auslandsjahr kostet. Und halt auch, wo man eins machen kann. Also, ja, ich hoffe, man hat das jetzt lesen können. Oder hier ist halt auch abgebildet, wie man so ein Auslandsjahr angeht. Also hier 13 Schritte in 13 Schritten zu Highschool. Da wird halt alles erläutert. Und ja, ich kann es auch echt nur empfehlen, sich so ein Heft zu bestellen. Und bei mir war das kostenlos. Also ich glaube, das ist immer noch kostenlos. Ja. Als ich mich dann für IFS entschieden habe, habe ich so eine Kurz-Online-Bewerbung ausgefüllt. Also da musste man nur Name, Adresse und E-Mail-Adresse eingeben. Und nach 1 bis 2 Tagen, ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich dann schon eine Rückmeldung bekommen. Also ich habe die Kurz-Online-Bewerbung damals, glaube ich, abends abgeschickt. Das war ungefähr Ende November. Und habe dann 1 bis 2 Tage später eine Rückmeldung bekommen. Und dann haben wir direkt einen Interviewtermin vereinbart. Und das war dann damals am 6.12. Also es ging eigentlich relativ schnell, dass wir das dann vereinbart haben und uns dann getroffen haben. Und ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Ich war so unfassbar aufgeregt. Also ich war, glaube ich, echt noch nie so krass aufgeregt. Auf jeden Fall war dann dieses Interview und mir wurde vorher schon mitgeteilt, dass das auf Englisch sein wird. Also als erstes können die Eltern noch mit reinkommen und dann halt noch Fragen stellen. Und dann, nachdem die Eltern halt die Fragen gestellt haben oder man selber auch, dann sind die Eltern rausgegangen und dann hat man sozusagen so ein Interview alleine und ich hatte eine mega nette Interviewerin. Also wirklich, die war mega, mega nett und ich habe mich da irgendwie direkt so wohl gefühlt und konnte halt direkt mich so unterhalten mit ihr und es hat wirklich mega Spaß gemacht. Als ich dann am Ende rausgekommen bin, meinte ich so, oh mein Gott, das hat so unfassbar Spaß gemacht. Weil das war so eine lockere Atmosphäre und es hat halt echt irgendwie mega Spaß gemacht. Bei dem Interview stellen die euch so ganz einfache Fragen wie, was machst du in deiner Freizeit und wie gehst du mit Lehrern um? Wenn du Fragen hast, kannst du zu denen gehen und die das fragen, also ob man jetzt so offen ist oder eher schüchtern ist. Und dann haben die auch noch so Fragen gefragt, wie glaubst du, dass du Heimweh kriegst und halt noch vieles andere. Aber da hat sich halt so eine Unterhaltung entwickelt, dass es einfach mega locker war und es hat eigentlich voll Spaß gemacht. Also das Interview ist auf Englisch, wie ich schon gesagt habe, aber das ist wirklich gar kein Problem. Also ich war mega, mega aufgeregt und mir sind dann auch ab und zu englische Wörter nicht eingefallen, dann habe ich sie auf Deutsch gesagt. Es war jetzt aber nicht
so schlimm, weil sie hat mir dann geholfen. Ich musste noch am Ende des Interviews so, ich glaube, 4 bis 5 Sätze schreiben, was ich in meinen letzten Sommerferien gemacht habe, halt auf Englisch. Ich glaube, die wollen damit so ein Englisch überprüfen, aber das war jetzt auch nicht so schlimm. Also wenn man, glaube ich, die grundlegenden Sachen weiß, was, also wie man so redet auf Englisch und schreibt, dann ist das kein Problem und dann schafft ihr das locker. Also ich habe es auch geschafft, dann schafft ihr das auch. Und ihr müsst wirklich null aufgeregt sein. Und dann hat mir meine Interviewerin gesagt, dass ich nach circa einer Woche Bescheid kriege, ob ich für das Programm geeignet bin. Und nach einer Woche habe ich dann auch Bescheid bekommen. Und ich habe übrigens das Classic-Programm von IFS. Ich glaube, so heißt das. Also ohne Staatenwahl und ich gehe auf eine öffentliche Highschool. Also ihr könnt auch eine Staatenwahl machen. Das heißt, ihr könnt so Regionen anwählen, wo ihr gerne hin wollt. Und ich meine, wenn man jetzt angibt, dass man jetzt an eine Küste will, zum Beispiel Florida oder Kalifornien, dann kostet das, glaube ich, 890 Euro mehr. Und wenn ihr halt so eine Inlandregion wählt, dann kostet das 690 Euro mehr. Ich meine, rein theoretisch hätte man das machen können. Ich habe es auch überlegt, vielleicht zu machen, weil ich meine, so ein Auslandsjahr ist einmalig und dann zahlt man das mal eben. Also jetzt nicht so mal eben, ne? Aber ich meine, so ein Auslandsjahr ist einmalig und dann sollte man das auch ausnutzen, wenn man es unbedingt machen möchte. Habe ich es dann doch nicht gemacht, weil ich dachte mir so, ja, ich meine, wäre schon cool. Ich würde mich jetzt auch freuen, wenn ich jetzt in so einen sonnigen Staat komme, wo es jetzt nicht so kalt ist. Aber ich meine so, eigentlich kommt es auf die Gastfamilie an. Ich meine, wenn du jetzt angibst, so, oh mein Gott, ich will unbedingt nach Florida oder Kalifornien. Du kommst dahin, bist aber in einer Gastfamilie, die eigentlich gar nicht zu dir passt oder mit der du dich halt nicht so gut verstehst, dann ist das irgendwie schon doof, weil, ich meine, du bist zwar in, keine Ahnung, Florida. Ich nehme jetzt mal Florida. Nehmen wir jetzt mal an, du bist in Florida und du bist da, wo du unbedingt hin wolltest. Dann ist das zwar mega cool für dich, aber wenn deine Gastfamilie dann nicht zu dir passt, dann ist das irgendwie so... Ja, wenn du dich dann nicht mit denen verstehst, dann ist das irgendwie doof. Deswegen habe ich dann mir so gedacht, ja, machst du das mal nicht? Ich meine, man kann immer noch Glück haben und da trotzdem in so einen sonnigen Staat noch so kommen. Aber eigentlich kommt es eher auf die Gastfamilie an, dass du dich da wohlfühlst und dass du das geilste Jahr ever hast. Ja. Auf jeden Fall wurde mir dann mitgeteilt, dass ich für das Programm geeignet bin. Und ich habe mich mega gefreut, weil ich war mir irgendwie voll unsicher, weil ich habe halt auch... Ich glaube, ein paar deutsche Wörter gesagt, weil mir die einfach nicht eingefallen sind, weil ich so aufgeregt war. Aber das war jetzt auch nicht schlimm. Und dann wurde circa eine Woche später der Vertrag zugeschickt und dann mussten wir den unterschreiben und dann nochmal zurückschicken. Und nachdem man den Vertrag unterschrieben hat, steht sozusagen fest, dass du das machst. Nachdem wir den Vertrag dann dorthin geschickt haben, haben wir dann eine E-Mail bekommen, wo ich mich bei der Partnerorganisation von IFS, AYA heißt sie, glaube ich, bewerben konnte. Also dann musste ich diese ganze Online-Bewerbung ausfüllen. Also das war die große Online-Bewerbung. Und dort musste man halt so Sachen ausfüllen wie, du musst halt deinen eigenen Gastfamilienbrief schreiben und dann muss man noch so einen Arztbogen ausfüllen lassen vom Kinderarzt. Dann muss man sich noch impfen lassen, falls man das braucht und man muss so eine Tuberkulose-Spritze bekommen. Und das ist halt mega, mega viel Aufwand und mich hat das, glaube ich, den ganzen Januar gekostet und ich war den ganzen Januar an meiner Bewerbung beschäftigt. Aber es lohnt sich ja, ne? Auf jeden Fall hatte ich die Bewerbung dann nach einem Monat fertig, habe sie dann abgeschickt, dann hat IFS die Bewerbung kontrolliert und dann musste ich noch Sachen korrigieren und das hat dann auch wieder gedauert, aber jetzt ist meine Bewerbung in den USA und ich habe mich mega, mega gefreut, als die E-Mail kam, dass meine Bewerbung jetzt in den USA ist und das war einfach so ein Gefühl so, oh mein Gott, die suchen jetzt so nach deiner Gastfamilie und es ist einfach so krass, darüber so nachzudenken, dass einfach deine Bewerbung jetzt so in den USA rumgeht und andere Familien so deinen Brief durchlesen und sich dann so entweder für dich entscheiden oder gegen dich und ich finde das einfach voll krass und ja, mega exciting. Ich bin mega, mega zufrieden mit IFS und kann sie eigentlich auch nur weiterempfehlen. Also muss jeder selber gucken, welche Organisation zu einem passt. Ja, auf jeden Fall wird man entsprechend informiert von IFS und das finde ich auch mega, mega gut. Also ich habe schon einige Briefe bekommen mit Informationen, mit Flugdaten und so weiter. Also ich weiß noch nicht, wann ich fliege, aber das waren so 4 Flugdaten, die an einen von denen werde ich auf jeden Fall fliegen. Einer ist Ende... im Juli. Und die restlichen sind halt im August. Und ich weiß halt noch nicht, wann ich fliege, aber ich kriege ja noch Bescheid gesagt. Ich würde auch jedem empfehlen, sich so einen Ordner anzulegen, wo man die ganzen Sachen dann einheftet, die man vom Anfang an bis zum Ende bekommt. Also ich habe mir hier so einen Ordner angelegt mit den ganzen Unterlagen, die bekommen haben.
und auch mit den ganzen Sachen, die man ausfüllen musste für die Online-Bewerbung. Und ja, das kann ich auch jedem empfehlen, weil das wird echt mega viel Schreibkram und so. Und ja, so, das war's dann jetzt vom Video. Und ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in meine Organisation geben und wie meine Bewerbung so ablief. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mich die gerne in den Kommentaren fragen. Und ich werde sie so gut wie es geht beantworten. Bis zum nächsten Mal.